Ja, das ist deren. Was denn? Kannst du mich mal kurz hochmoven mit dir? Luis, nimmst du die 700er? Wer das gleich? Urmel, ich, Rico. Ja. Ich, Rico, Urmel. Lol, das ist gar nicht unser. Ey, die sind jetzt gerade mit 2 gekommen. Die sind vom Turretom aus schon beschließbar. Hey, wo ist unser Turretom-Racer jetzt? Ja, die Rampe runterkommen. Die Rampe runter. Hey, Urmel, wo bist du? Hey, das, pass auf. Urmel, kannst du mit Turret-Racer nach Hause laufen, wenn nicht? Weil ich jetzt nicht weiß, wo du bist. Warum stellt ihr einfach da... MP. Wo sind die an mir vorbei? Da kommt das zweite Turret-Para. Leute, unsere Turret-Parator müssen jetzt normal, wenn es geht, so stehen, dass wir die, wenn nicht, von hinten gleich ab... Wenn nicht, lass gleich mal zwei Turret-Parator, wenn die vorne bei uns sind, auf dem Quetz, oder eins, auf dem Quetz laden und dann die von oben mit denen. Warum setzen wir nicht einfach einen Teleporter hinter den Porten, alle unsere... Ja, Pole, mach das, Pole. Pole, gib mal einen Teleporter. Mach das schnell, dann porten wir mit allen Turret-Parator. Ja, macht ready, macht alle Turret-Parator, stellt alle Turret-Parator schon mal von uns an, die Dinger dran. An, Hol ich jetzt vor der Base. Hol er nicht in der Rüstung rumlaufen. Wo rennst du denn jetzt hin? Du sollst schon. Das ist der Pole. Wir brauchen irgendwas Heftiges, um die Fahrer durchzukriegen. Ego. Einfach durchlaufen lassen, dass die einfach vorne sterben. Die sind vorne zum Tanken. Sind die Paras bereit? Ich hab den einen safe gestellt. Jimmy, ich hab wir müssen ja erstmal alle Paracer. Deren Fahrer zieht sich zurück. Ja, der ist mega blutig, drauf da jetzt. Wollt ihr die roten stehen lassen, bitte? Was? Der eine Para stehen lassen, zurück, weil der mega blutig ist. Okay. Jungs, alle Para jetzt an Teleporter stellen. Der ist nicht mega blutig, der hatte noch. Ja, der hatte maximal 18 verloren. Ja, wir müssen noch erstmal alle aus der Base dort dran stellen, dass wir mit allen hinterporten können. Aber es war auch kein Ausweg. Das kann man mit Pfeilen rausschießen. Wenn einer schon mal da hinsetzt, dann kann man uns da hinstellen. Kannst du auch komplett vergessen. Jungs, Molde geht durch! Molde geht warum durch. Warum schockt ihr die nicht? Alle kommen, Hester. Schockt die doch. Benutzen. Mal. Okay, Paracer, wohin? Alle kommen, hinter Hester. Hinter die besten Teleporter und dann alle kommen. Okay, hinter die besten Teleporter, alles klar. Porter heißt, alle kommen. Schnell, sie laufen hoch. Spieler geht hoch. Molde ist schon da. Esos, ich will an. Okay, Bell A. Und jetzt renn runter. Direkt runter. Auf der nächste durch. Weiter. Ich glaube, in dem Eck ist hier Teleporter. Sie eingekesselt. Los, ich ran! Jawohl, ran! Jetzt ran! Schock! Einer muss schocken. Alles gut, ich bring gleich den nächsten direkt mit. Welche sind unsere? Ich hatte keine Rüstung. Ist einer von weiß ist uns, orange ist Feind. Ja, der Feind ist auch ein Weißen. Ja, aber der Orange steht vorne. Das Problem ist, die haben noch Impfung im Sattel, also weiß nicht, welche Paracer da jetzt überleben. Eins ist geschockt. Wir schocken ihn. Oh, meiner ist gleich tot. Das ist Petri. Die Petri bin ich. Der Petri ist unser. Beide geschockt. Ja, wow, ja, Paracer Alter. Von uns die tot. Machen so viel Schaden. Egal, scheißegal, das ist nicht schlimm, wir haben einfach genug. Hä, wie viel Alter, alle drei von uns sind doch jetzt nicht ernsthaft. Doch, keine Ahnung, wie auch immer. Ja, weil die einen 200er Sattel für die wahrscheinlich haben. Das sind wahrscheinlich welche. Hat einen Sinn, dass dein Petri hier vorne steht? Leute. Es ist halt das Problem, weil wir hier Brandpfeile ausgestellt haben. Es ist das Stärkste, was es gibt, um solche Abfuck-Tank-Aktionen verhindern wegen True Damage. Mach kurz meine Kurbelwerbung, dann gehe ich noch auf den Brino, ne? Ich nehme jetzt den Teleporter von innen. Ja, einfach schnell machen. Und so placen, dass wir die zwischen unserer Base und uns dann eincachen können. So ich mache ein Stück mehr Abstand, das kommt auch wieder online. Und wann müssen wir jetzt überhaupt zum Event, MP? MP, da ist doch gar nichts, wo du gerade hinfeuerst, oder? Wir werden gerufen. Ich wird Bescheid gesagt. Okay. Wollen wir jetzt weg, oder? Nein,
Einfach Teleporter placen. So, warte, ich komme jetzt noch aufs Rhino, Sekunde. Teleporter ist da. Warte, Sekunde. Wie heißt das? Ich nenne um, ich nenne 1, 2, 3. Bei 1, 2, 3 heißt er. 1, 2, 3. Stärker. Nein, Jungs, oder? Durch, 1, 2, 3, Teleporter steht da. Beeilt euch bitte. Jo, okay, Jungs, ja. Nice Sache, komm, push vor. Wer nimmt, wer pfeift die Rexe? Teleporter kommen, Dingens kommen. Ich lass den Dings hier stehen, die kommen wieder zurück, drauf. die kommen zurück. Kommen zurück, okay. Ich blocke also, dahin. Die kommen langsam. Die oh, ich brauche jetzt zurück. Auch dahin mit Rhino. Okay, Jungs, Attacke, Jungs. Wir machen die platt jetzt. Welches Rhino hast du genommen? Einer versuchen die Paracer von denen dann jetzt gleich zu schocken, ne? Jo, ich mach. Irgendeins, das ist nicht influential. Molte, stell zwei Turrets oder so auf Only Player. Oder nee, stell alle. Ja, du musst rossvolle Feuerkraft gegen die ganzen Turrets. Nee, weg da. Ja, ich komm da nicht weg. So, jetzt. Als ob. Alter. Die machen halt mega Schaden, die Turrets. Das Rhino war instant tot. Ja, die meisten Rex sind das auch... Das Rhino ist runtergefallen, das eine. Ich wurde geschockt. Ja, GG. Ja, die machen... hat schon wieder mein Paracer geschockt. Die machen so viel Damage. Die machen zu viel Damage, ohne Scheiß. Ja. Wer warum auch immer die Turrets Damage? Alter, ich hab den eingeschockt, Einer ist geschockt, Player alles drauf, was wir noch haben. Hält einer das Paracer in Augen? Ja. Weg, aber es wird halt permanent geschockt, ne? Ich hab mit. Eine Frage, getan. Was habt ihr für Muni in den 2.0? 2.0. In den S Plus? 2.0. Was habt ihr für Muni? Warum? Nicht? Danke. Nur eine Frage. Gibt's eine andere Muni? Guck mal, wie schnell die sterben, Alter. Ja, es gibt eine Artillery Shell. Den orangen Paras her. Aber, Alter, wenn die da die Artillery Shells drin haben, ne? Kann wunderbar, dass die so viel schaden. Die haben ja eh die anderen Turrets. Ja, die aber es kann nicht sein, dass die 2-0 Turrets cool. Stärker sind. Ich hab aber so muss das nicht sein. Wie geht's dem Paracer? 2.0 ist sehr, sehr viel stärker als normale. Ja. Mal keiner mit dem Drive. 2.0 war schon, seitdem es die Mod rausgibt, glaube ich, locker 10-mal stärker als die normale. Lebt das Paracer immer noch? Nein, die haben nur ein paar Flaschen, die sie tanken. Kann man Anti-Siege-Turret auf Turret Racer aufbauen? Ja. Bringt aber nichts, nicht. Dafür bewegt er sich zu schnell. Die sind gestunt, nimm das so. Ja, ich hab mal Anti-Siege-Turret auf unserem Sniper-Turm drauf? Nee. Auf dem oberen nicht, nee. Wollen wir eins rüberstellen? Boah, Alter, ja. Der Spieler ist fast tot, ne? Setz sie auf Only Players, Ich schock die Tiere und dann werden die Players runtergeworfen. Stellt die einfach auf Only Players, das reicht. Er hat hier Dauer geschockt, Leute. Ja, aber die Frage ist halt, warum die 2-0 Turrets mehr Schaden machen. Ja. Weil auf einem normalen. 2.0 ist? Ja, aber die normalen 2.0 Turrets ohne einen Buff machen nicht mehr Schaden als die normalen Turrets. Jungs, jetzt sind unsere Turrets überhaupt auf High? Ja. Meine Turrets auf Paracer schießen viel später als deren. Einer sitzt da links neben dem Paracer, in der Baum hockt einer. Oh ja, dann müssen wir unsere Paracer da rauspfeifen. Ja, weil deren Turrets auch früher schießen und alles. Alter, ich fange jetzt auch an 2-0 zu craften. Jungs, Attacke, ich... Wir halten die Gegner im Schacht. Also ja, wenn ich es richtig im Kopf hatte, hat 2.0 eine höhere Range, hat schneller geschossen und hat besser getriggert. Und mehr Damage. Sie ist auf jeden Fall überlegen. Wuhu! Lootet mich mal bitte. Einer ja. Orangenes Paracea ist reiterlos. Was ist denn da gerade explodiert? Das ist Granatlauncher. Bringt nichts. Den benutzt aber bitte keiner im Sniper-Turm. Ja, ich bin dafür rausgegangen, keine Panik. Orangenes Paracea ist unbesattelt. Ist es eins von uns, Torbe? Das Orange. Das Weiße vorm Orangene. Die oberen beiden sind unsere. Was sind die? Alter, was sind das für eine Scheiße? Eins von denen da oben. Was ist Ende, das bist du bei mir im Turm? Von oben kommt ein Player von denen. Was sind das denn eigentlich für Feuergranaten? Ich werf sie nicht. Kann einer mal mit Terry durchkommen? Hier oben ist ein Player von denen. Man könnte killen. Crazy, die werden getriggert von der Kanne, von der Turrets, ganz normal. Echt? Alter. Ja. Na gut, na dann. Das rote Paracea von denen steht reiterlos, immer noch.
Ja, ich hol meinen Zeug und schieße wieder drauf. Leute, halt. Einer mit Terry, wir können hier einen Player töten. Ich habe dich gelootet, Murmel, warte kurz. Der von oben die ganze Zeit auf uns runter gesprungen. Warte, Murmel, lass das Stück weiter zurück. Nimm ich mit? Ja, komm, komm hier in den Busch. Ja. Komm in den Busch. Ich nehm deinen kleinen Schwanz. Der weiße Reiter. Es interessiert keinen, das ist irgendwie so. Ja, ich weiß nicht, was war das? Orange. Nein, das war das mit den schlechten Sorten. Ne? Ja. So kann ich das jetzt nicht mehr treffen. Er packt doch ein Bild zusammen. Wuhu! Ja, von hinten, da ist einer, Warum ja, ach nee, das sag ich doch die ganze Zeit. Warum ja. Beide Parazeer sind ohne Reiter. Ja, ein Spieler ist da noch rum. Ein Spieler ist da. Wenn ich eine Sieg kriege, ich dann auch noch. Leute, ne? Ein Spieler ist da rum. Alles klar, ich bin zu fett. Was sind denn jetzt? Was hab ich? Die sind da rum. Macht mal ein paar Heal-Kits für die neuen Paracers. Kennt ihr was? War der PC in der Base oder draußen? Nee, draußen. War der auf Arme, klar. Darf ich mal kurz eine Quetze leihen? Leute, so ein Nuff muss irgendwas tankymäßiges und dann die Viecher. Ich bin mit Schlego da. Womit willst du das denn tanken? Du hast doch gerade schon mit Schlego schon oben. Das Problem ist, du kannst kein C4 an Plattform ranziehen. Das ist schon mal Problem Nummer 1. Nein. Alter, dann machen euch das neue Maschinengewehr, wo wir Blubber drin haben und alle Trufte. Ja, aber wir haben keine Munition dafür. Doch, haben wir 2.0. Du kannst die 2.0-Rifle-Muni nutzen. Das Einzige, was wir machen können, ist, wenn wir auf den Stego gehen und mit dem Raketenwerfer ran. Hast du mich gelootet hier oben? Explodiere schon direkt. Crazy, können wir kurz runter, oder? Warte mal. Habt ihr den Spieler getötet? Gucken, dass Kay Reiter von deiner herkommt. Ach, ihr wollt mich doch verarschen, diese scheiß Pfeile. Ja, ich, schieß. Crazy, wie machen wir das? Ich brauch den Loot, Crazy. Umel, ja, warte. Ja, ja, lass es woanders machen, oder was? Nee, scheiß drauf. Ja, nimm einfach mal. Ich weiß nicht, ob es deins war oder so. Wie viele Turrets habt ihr mal drauf geworfen auf einen so einen Turret Racer? Ist voll. Ich komme jetzt wieder von hinten mit Terry und Turret Racer. Silver, ja, Turrets haben die auf dem Orangene. Ich nehme den Terry mit, ich hole den Terry ab. Ja, Grabbe und Runnerwerfe, ja, weg nein. Mit. Nein, hier, von oben kommt einer. Mit deren Terry. Wir gucken, wie viel Torpor der weiße Paras ja von dem schon hat. Er knockt ihn aus! Ich wurde runtergeschossen! Ich wurde runtergeschossen! Hilfe um! Genau, knockt die Viecher aus! Fuck, ich bin runtergefallen! Kann mal jemand gucken, wie viel Torpor der weiße Paras der hat? Nein. Ja, die haben mich instant gesehen, ohne Scheiß, Alter. Ich lieg hinterm Stein ganz an der Mauer und die sehen mich instant. Ja, warte mal. Das war von oben kamen die. Vor allem der Player. Also ich kann die 2.0 nicht in die Mod-Sachen reinpacken. Nein, Son Goku. Die Mod-Sachen da... Oh Gott, wir sprechen von unterschiedlichen Waffen. Ja. Also wir sprechen von dem... Advanced Rifle. Ja. Okay. Also der rechte Paracer hat 7400 Torpor und 35.000. Die schläft er dann nicht? Wie viel hast du drauf geschossen? Womit? 700% Crossbow, inzwischen so 60 Pfeile. Die ist mit einer Longneck. Ja, das macht das Alter, das macht richtig Torpor. Longneck mit Shocking Darts. Ja, genau, deswegen ein, zwei Leute einfach mal drauf fallen, dann ist das nicht recht. Ja, möglich. Wer hat Shocking Darts? Ich hab eine 700er Longneck. Ja, im Kühlschrank drin sind Shocking Darts. Alter, wenn deren Paracer schlafen, sind die am Arsch. Ja, aber wenn die Paracer schlafen, schießen die Turrets trotzdem, oder? Nein, die Turrets brechen das zusammen. Ja, wollte ich gerade sagen, brecht da nicht das ganze Gestrüpp. Das bricht komplett zusammen, sobald der Paracer schläft.
Nein, deswegen nee, die stehen geschossen. Da beide, weil die hat irgendwie ganz gute Interceptorleit. Also das wichtig ist wenn, auch wenn es bei 30k ist, schießt einer die ganze Zeit mit. Auf welches Schuss schießen ihr? Das ganz rechte. Das rechte. Wie viel hat's? 30. 31. Oh, das 32. Ja, das geht richtig 33. Schnell hoch. Wir können auch zu schießen, glaube ich. Aufs andere Schauer. Ja, und ich bin 32. Und die aber es springt doch nicht. Noch ein. Die bleiben noch drauf, das bringt nichts. Ja, aber wir haben ja, jetzt Zeit. Aber wir können jetzt kann man... Ja, aber trotzdem, die looten weiter. Die hauen ab. Das kommt vor. Die hauen ab, die Brennung. Die hauen die ab. Die schauen erstmal dumm. Das können sie jetzt nicht mehr bewegen. Ja, die wollen ja, dafür safen. Auf ein, jetzt richtig Damage auf das rauchen, dass das tot ist, bevor die das wieder aufgeweckt kriegen. So, jetzt auf das rechte immer weiter. Auf das orange. 3000. Von wie viel? Stego. Alle auf Stego setzen, wenn nicht einfach. Ich snipe gerade die Player von diesem runter, weil ich das gerade laufen. Okay. What the fuck, Alter. Aufpassen, Leute. Spieler ist tot, Shadow ist tot. Oh fuck, mein Stego, wach das nicht lang. Sehr schön, wir haben da genug. Ja, dann renn zurück. Nein, das Dumme ist, er sitzt auf dem drauf. Ich sitz drauf, ihr müsst mich dann wegnehmen. Junge. Ja, die Stegos sterben dort einfach. Wir können jetzt auf den Sniper Tower. Alle, die irgendwie können auf den Sniper Tower. Zweiter Spieler gleich tot. Okay, was? Scheiße, geht nicht. Alles mit, ja, leider nicht. Nicht. Da brauchst du aber auch die große Kettenbolas, Leute. Das war große. Konntet ihr mich zurückziehen? Da würde ich einfach wieder genau das gleiche nehmen und. Der ist aber bei 7000. Von 57.000. Lol. Ah, dann war das eine wahrscheinlich ein ungezüchteter. Aber die schützen gut ihren zweiten Tara damit, das ist aber. Den getäuschten. Spieler tot! Sehr schön. Nice. Kann ich ihn gebrochen? Ja, wow, Alter, was ist das? Immer. Doch, ja, scheiße. Ach man, Turret Paracer sind so no skill, Alter, ohne Witz. Kann man den nicht einfach wieder ausstellen? Das ist so langweilig. Turrets auf Plattform, da brauchst du kein Skill, das ist kein PvP-Skill.